Servus und hallo zu einem neuen Video von Train Sim World 4. Heute habe ich mal ein ganz besonderes Szenario vorbereitet, und zwar auf der linken Rheinstrecke, mein Koblenz. Wir gehen auf Spielen. Also, hier stehen wir und jetzt macht euch bereit. 3, 2, 1, tada! Eine einzigartige Holy Lok. Ist das der Hammer? Bei Holy gibt es nämlich krasse Neuigkeiten, aber dazu kommen wir später nochmal. Wir machen jetzt erstmal alles fahrbereit, damit wir keine Verspätung aufbauen. Also, Hauptschalter ein, vorwärts, rechte Türen entriegeln. Da gehen die Türen auf. Dann machen wir schon mal alles an, was wir brauchen. Und zwar PZB, SIFA und AFB. Einmal PZB ein. Spitzensignale auch an. Wo ist die LZB? Lass mal gucken, finden wir hier im Gang vielleicht noch mehr Schalter? Irgendwo war hier nämlich ein Pult. Ah ja, genau, hier. SIFA, ach Gott, ist das alles versteckt. LZB Isolierschalter. Klick. Boah, also ganz ehrlich, wenn man das nicht weiß, man sucht ewig. Also, jetzt schnell nach vorne, einmal die Türe schließen, hinsetzen. Und jetzt machen wir die Türen auch schon zu. Türen gehen zu. Da kommt auch gerade ein ICE neben uns eingefahren. Der macht sich hier ziemlich breit. Aber das macht nichts, denn wir fahren jetzt los. AFB noch ein. Einmal auf 160. Bremsen lösen. Und jetzt volle Fahrt voraus. Befreiung möglich. Wo ist frei? Ach, lösen ist frei. Okay, smart. Jetzt dürfen wir gleich nur noch 90 fahren. Der nächste Halt ist übrigens Oberwesel. Mal gucken, vielleicht sehen wir da ja einen Wiesel. Ja, den habe ich schon mal gebracht, ne? Boah, guckt euch diese geile Lok an. Ich kann es fast nicht glauben. Leute, alle Holy kaufen. Jetzt dürfen wir schon 100 fahren und gleich sogar 120, aber das dauert noch kurz. Und nachher sogar 130. Es wird langsam, na immerhin. Was haben wir eigentlich für Lichter? Leselicht? Heller Lichtstrahl? Ja, gut. Sieht etwas besser aus. Ach ja, stimmt. Meine Führerstandslichter sind ja hier oben. Die machen wir mal an, denn da hinten wartet irgendwo noch der ein oder andere Tunnel auf uns. 130. Wie ihr schon gesehen habt, haben wir heute die ganz normalen Railjet-Waggons dran. Ich finde die schön, die passen zur Lok. Und diesmal war ich auch nicht so geizig, sondern habe direkt 7 Stück dran gehangen. So sieht das Ganze von hinten aus. Echt schön. Und wie ihr seht, fahren wir hier ganz entspannt neben dem Rhein entlang. Da überholen wir die Autos. Das ist cool. Überholen macht immer Spaß. Überholt werden, muss nicht sein. Ach, Gegenverkehr. Moin, alles klar? Also schön ist die Strecke auf jeden Fall. Schöne Häuser an der Straße, neben dem Rhein. Dann noch ein paar Bötchen. Was gibt es Geileres? Ganz einfach. Holy. Da kommt noch ein Kollege. Servus. Ist ja richtig was los heute. Noch 11 Kilometer bis zu unserem Wiesel. Jetzt kann man richtig schön den Rhein sehen. Boah, sieht das toll aus. Und hier neben uns die schönen ganzen alten Gebäude. Noch mit dem Holz. Wahnsinn. Ein TGW. Cool. Moin. Was uns hier alles entgegenkommt. Boah, ist das schön. Straße, Schiene, Wasser und Wald. Also die linke Rheinstrecke kann ich wirklich nur empfehlen. Aber was ich noch mehr empfehlen kann, ist Holy. Jetzt dürfen wir gleich 140 fahren. Das ist cool. Wir haben zwar nur noch 3 Kilometer, aber komm, das nutzen wir aus. Was ist das eigentlich für eine Giga-Felswand hier neben uns? Noch 1,5 Kilometer, also würde ich sagen, ist es jetzt Zeit, um mal den Gashebel auf 0 zu stellen und einfach rollen zu lassen. Denn den Schwung kann man ja auch ein bisschen ausnutzen. Jetzt schon mal langsam bremsen. Da beginnt der Bahnsteig. Noch schön bis vorne rollen. SIFA. Oh Gott, was ein Streck. Und da stehen wir. Dann würde ich gerne, wie vorhin auch, die rechten Türen einmal öffnen. Da gehen sie auf. Kommen sie alle rein. Also Zugfahren in der Sonne ist ja wirklich wie Urlaub. Wo wir schon bei Urlaub sind, habt ihr Bock, 2500 Euro in Form von einem Reisegutschein für euren nächsten Urlaub zu gewinnen? 10 von euch können das nämlich. Und zwar laufen bei Holy gerade die Holy Days und da gibt es 3 neue Sorten. Einmal die Krabbe, dann den Delfin und den Papagei. Das sind 3 extrem coole Energies in Cocktailform, also vom Geschmack her an Cocktails angelehnt. Logischerweise ohne Alkohol oder sonstigen Bullshit, also im Grunde wie immer. Alle 3 neuen Sorten gibt es jetzt zum Preis von 2 bei Holy. Aber natürlich war es das noch nicht. Und zwar nehmt ihr mit jeder Bestellung bei Holy an dem Gewinnspiel teil und habt eben die Chance, auf den 2500 Euro Gutschein. Aber selbst das war es noch nicht. Und zwar gibt es obendrauf noch richtig coole Geschenke ab gewissen Einkaufswerten. Ich blende es euch hier nochmal ein. Aber gerade bei diesen Bestellungen umso wichtiger. Mit dem Code FELIX5 spart ihr 5 Euro auf die erste Bestellung oder mit dem Code FELIX10 spart ihr immer 10%. Unterstützen tut mich das Ganze auch noch, also vielen, vielen Dank. Und jetzt fahren wir weiter nach Boppard Hauptbahnhof. Also diese Tonleiter finde ich immer wieder schön anzuhören. Was hat es eigentlich mit diesen ganzen Türmen hier auf sich? Ist da irgendeine Geschichte hinter? Wahrscheinlich, oder? Denn ich glaube, keiner kommt auf die Idee, einfach ein paar Türme zu bauen. Da fahren wir um die Kurve. Was gibt es Schöneres als Züge? Richtig, noch mehr Züge. Da kommt noch eine S-Bahn. Servus. Wie vorhin angekündigt, kommt da der erste Tunnel. Heller Lichtstrahl, ja. Müsste reichen. Mal schauen. Sehe ich was? Wenn man sich an die Dunkelheit gewöhnt, sieht man was.
Aber so lang ist er auch nicht. Also die Erwartungen, glaube ich, waren ein bisschen zu hoch. Da kommen wir wieder raus und gleich fahren wir direkt wieder in den nächsten rein. Da fahren wir wieder rein. Da ist noch ein Bahnsteig, aber da halte ich nicht an, denn ich bin ja keine S-Bahn, sondern heute im Fernverkehr tätig. So, jetzt AFB auf 130 und jetzt wird geballert. Da kommt wieder ein Kollege. Servus. Boah, was ein altes Teil. Sieht schön aus. Die fahren ja auch, glaube ich, in echt darum. Jetzt fahren wir wirklich in so einer Schneise aus Häusern rum. Und dafür 130 finde ich schon sportlich. Ist ja auch nicht gerade leise. Muss man ja auch dran denken. Noch 1,8 Kilometer nach Boppard. Also schon mal Leistung auf Null. Rollen lassen und dann langsam anfangen zu bremsen. Hier ist einmal doppelgelb. Also wachsam. Klick. Hier beginnt der Bahnsteig. Da steht ein schöner Talent 2. Auch nicht schlecht. Ganz entspannt bis vorne rollen. Und jetzt halten wir an. Moin. Boah, ist hier viel Verkehr. Okay, wir machen weiter. Wollen ja keine Verspätung aufbauen. Also rechts entriegeln. Türen öffnen. Kommen Sie alle rein. Irgendwie will keiner rein. Traurig. Dann machen wir die Türen jetzt wieder zu. Und fahren weiter nach... Wo fahren wir hin? Würzburg? Ich hab's vergessen. Koblenz. Sag ich doch, fast das gleiche. Also, Bremsen lösen und let's go. Aber ich bin noch begrenzt auf 45. Jetzt kann ich mich befreien. Dann nutzen wir das doch auch. So. Falls ihr euch fragt, was das für eine Lok ist, das hier ist eine Dauerwerbelokomotive. Und die braucht auch keine Ölzylinder oder sonst irgendwas mit Druckluft. Nee, die hat einen Holy-Zylinder und einen Holy-Speicher. Das reicht völlig aus. Aber im Ernst, ich finde die Lok ist echt cool geworden. Was haben wir denn da? Zweimal gelb. Das passt mir gar nicht. Einmal wachsam. Und jetzt dürfen wir wieder verlangsamen. Na wunderbar. Aha, jetzt ist grün. Na wunderbar. Der hat sich ja Zeit gelassen. Ein paar Sekunden später. Jetzt ist da schon wieder doppelgelb. Na wunderbar. Da kann ich ja wieder runterbremsen. Warum beschleunige ich überhaupt? Also irgendwie ist das gerade so ein Hin und Her. Das könnte daran liegen, dass wir so einen ätzenden Güterzug vor uns haben, der uns die ganze Zeit den Weg blockiert. Um genauer zu sein, diesen Onkel hier. Das, würde ich sagen, erklärt einiges. Schon wieder doppelgelb. Also die letzten Kilometer ziehen sich wie Kaugummi. Also da kann ich echt genauso gut aussteigen und zu Fuß gehen. Aber jetzt scheint frei zu sein. 140, alle Signale grün. Vielleicht ist der Güterzug ja irgendwo abgebogen. Ach nee, wer steht denn da auf dem Nebengleis? Ich glaube, ich häng. Guckt ihn euch an. Der Sack hat uns die ganze Zeit aufgehalten. Was ein blöder Hund. Noch 2,2 Kilometer nach Koblenz, also schon mal Leistung auf Null. Und den Schwung noch ein bisschen ausnutzen. Einmal wachsam. Und hinter meinem Bahnhof kommt gleich ein rotes Signal. Aber das macht ja nichts. Da ist Koblenz Hauptbahnhof und da fahren wir jetzt ein. Hier noch ein spontaner Gleiswechsel. Dann lassen wir noch ganz entspannt bis vorne rollen. Fahren neben dem Kollegen hier ein. Und da halte ich jetzt an. Sehr schön. Dann bitte einmal die Türen öffnen. Da steigen die Leute aus. Und da haben wir das Ziel auch schon erreicht. Sehr schön. Also, schreibt eure Meinung zur Holy Lok doch gerne mal in die Kommentare, würde mich freuen. Ideen für andere Videos nehme ich auch immer gerne auf. Zwei andere coole Videos werde ich euch jetzt hier einblenden. Checkt Holy ab, würde mich freuen und bis zum nächsten Mal.